Hallo und willkommen zum Adventkalender im Molekularen Garten. Jeden Tag bis Weihnachten gibt es hier eine Mini-Folge über einen Stoff aus Pflanzen, den wir mit Weihnachten verbinden. Heute fangen wir gleich an mit einem Klassiker aus der Weihnachtsbäckerei, nämlich den Vanillekipferln. Der Geschmack von Vanille in den Kipferln kommt vom Stoff Vanillin. Das Vanillin wird natürlich produziert in den Vanilleschoten, die wir zum Kochen und Backen verwenden können. Vanillin ist einer der populärsten Aromastoffe weltweit mit einem Verbrauch jährlich von ungefähr 15.000 Tonnen. Das ist viel zu viel Vanillin, als dass es alles aus Vanilleschoten gewonnen werden kann. Aber zum Glück ist Vanillin sehr einfach chemisch herzustellen. So hier sieht die Struktur von Vanillin aus. Ich habe es auch mal als Modell gebaut. Hier die schwarzen Kugeln hier sind Kohlenstoffatome, die weißen Wasserstoff und die roten sind Sauerstoff. Alle diese Atome sind miteinander verbunden, entweder mit einzelnen Bindungen oder mit Doppelbindungen. Und so hier sieht die Struktur von Vanillin aus, was aus den Vanilleschoten gewonnen wird. Und genau so hier sieht auch die Struktur vom synthetisch hergestellten Vanillin aus. Ein besonders günstiger Prozess zur Herstellung von Vanillin benutzt ein Produkt aus der Erdölverfeinerung, und zwar Guaiacol. Hier seht ihr die Struktur vom Guaiacol. Und mit Kaliumhydroxid und Chloroform kann man es recht einfach in Vanillin umändern. Anstelle das Vanillin aus einem Erdölprodukt herzustellen, kann man es auch aus anderen pflanzlichen Stoffen herstellen. Zum Beispiel aus Eugenol, was man aus Nelkenöl gewinnen kann. Das Eugenol kann man chemisch umwandeln in Isoeugenol und dann weiter zum Vanillin. Diese Reaktion können wir auch mit meinem Molekülmodell nachbauen. Hier ist der Ausgangsstoff Eugenol und als erstes passiert eine Isomerisierung, wo die Doppelbindung von hier nach hier wandert. Da baue ich das Modell einmal um. So. Und hier ist jetzt das Isoeugenol. Das Isoeugenol wird jetzt oxidiert zum Vanillin. Das Vanillin ist also vollkommen identisch, egal ob es aus den Vanilleschoten gewonnen wird, aus Erdölprodukten produziert wird oder aus anderen Pflanzenstoffen produziert wird. Jetzt sagen sich viele von euch wahrscheinlich, aber es macht ja schon einen Unterschied, ob ich Vanillinzucker zum Backen benutze oder richtige Vanilleschoten. Und ihr habt natürlich recht. Das Vanillinzucker hat als einzigen Aromastoff das Vanillin. Eine Vanilleschote dahingegen hat ja noch 100 andere Stoffe, die auch einen Einfluss auf den Geschmack haben. Also Backen mit Vanille gibt bestimmt einen absolut komplexeren Geschmack, als wenn ich reinen Vanillinzucker benutze. Ich hoffe, euch gefällt mein pflanzenchemischer Adventskalender und dass ihr auch morgen mitschaut, wenn ich einen neuen Keks von meinem Keksteller aussuche.